Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite darf ich begrüßen den lieben Manu. Und ihr seht hier unser Kauderwelsch, was wir hier gebaut haben. Ich sehe gerade, hier ist voll die Lunke drin. Die müssen wir nochmal machen. Das kann ich mir nicht mit angucken. Kann ich nicht. Eine Lunke nur? Kannst du deinen Behelfsweg auch gleich noch? Das ist immer noch eine Lunke, ne? Naja, aber wenn ich das da hinten wegreiße, ne, das kann ich nicht. Nein. Dann lieber so. Kann ja nochmal Schwung holen. Den müssen wir auch wieder rausreißen. So. Also. Ja, wir hatten eben den Zug auf dem verkehrten Gleis, deswegen mussten wir hier kurz mal ein Behelfsgleis bauen und jetzt läuft alles wieder in die richtige Richtung. Glaube ich zumindest. Das passt auch alles. Also haben wir hier alles gut im Griff. Das haben wir gebaut, das haben wir gebaut. So, jetzt wollten wir bauen den Güterzug. Also einen Personenzug könnten wir theoretisch schon fast losschicken, wenn wir hier oben fertig machen. Wollen wir erstmal hier oben fertig machen? Ja, machen wir erstmal Personenzug. Genau, dann können wir hier nämlich schon mal anfangen, das fertig zu machen. Und zwar hatte ich das geplant wie folgt. Wir hatten hier schnelles Gleis. Wir müssen hier irgendwie durchkommen und einfach nur einen Tunnel durchbuddeln ist ja langweilig. Das ist nicht so Kanten-Style, Kanu-Style. Sondern wir gehen hier natürlich schön unter der Brücke oder durch. So wie sich das gehört. Für einen Kantianer. Guck mal, hier steht schon Holzzug hinterm Holzzug. Mhm. So, dann wollen wir im Grunde genommen da oben ran. Mal kurz gucken. Okay. Nein. Aber auch nur wegen den zwei Spitzen, die da in der Mitte sind. Gucken, ob wir das mit Shift wieder bauen können, aber wahrscheinlich nicht. Mach dann nochmal einen Buckel hin. Guck mal, dann will er gar nicht mehr darunter, das ist gut. Dann können wir das so ja bauen. Ja. Da, oh, das ist traumhaft. So, und dann müssen wir mit dem Personenzug, müssen wir natürlich ins Personengleis. Hier haben wir ja extra so ein bisschen freigelassen, das Ganze. Das heißt, wir könnten theoretisch da noch ein kleines Vorfeld basteln. Ja, ich gehe jetzt noch mal ein kurzes Stück gerade und dann würde ich schon versuchen runter zu gehen. Ich bin nicht direkt dahinter. Und dass wir dann im Senkflug sozusagen, dass wir erstmal in eine volle Senke reingehen und dann gucken, ob wir da das Vorfeld reinkriegen. Dann sind wir nämlich schon mal unten. Das haben wir vorhin ja auch hingekriegt. Also sollte das durchaus im Rahmen des Möglichen sein. Ja. Tolles Spiel. Ja, 160 schaffe ich. Wenn da jetzt noch das zweite durchpasst, ne? Und das wäre wohl auch der Oberhammer gewesen. Hätte das jetzt auch noch gepasst. Okay, demnächst muss ich dann wohl irgendwann mal meinen Schreibtisch im Keller aufbauen. Machen wir andersrum. Also das innere Gleis. Ja, wir bauen auch eben. Das ist jetzt einfach mal, das machen wir jetzt einfach mal. Ich glaube nämlich einfach, dass es eben nur gescheitert ist daran, dass man den nicht weiter verschubsen kann, weil der ist ja schon am Rande der Legalität, Randigkeit und den könnten wir verschubsen, deswegen passt das jetzt alles.
So, dann können wir mit dem klemmen daran. Grausam. Also. Das Ding muss jetzt nur noch woanders da lang. Ja. Das kriegt ja jetzt quasi eine eigene Strecke. Ich würde aber einfach um. Ja. Weil ich es gut finden würde. Hier eine Strecke zwischenzaubern. Sodass man hier immer noch ein Gleis ranpappen kann. Ohne Probleme. Wir aber auch trotzdem. Nein! 172, 143. 138. Eingang. Etwas kürzen. Ja, wir haben noch ein bisschen Platz. Oh, ja, dann. Auf 150 oder was hättest du gerne? Ich hätte gerne 160. 160 kriege ich nicht hin wegen dem Pfeiler. Aber. Warte, mache ich eben. Ich baue dir das eben, Manu. So, 160. Oben ja, wie unten? Oben 100, ja, jetzt haben wir auch oben die 160. Zoppel, zoppel. ja. Das sieht sogar noch besser aus. Ist das krass, Alter. Das war so gar nicht geplant. Ja, ist schön. Schön, dass es immer noch funktioniert. So, also im Grunde genommen wollte ich jetzt schön. Alter, die ist auch noch kerzengerade, ne? Das ist ja unglaublich. Ja, jetzt hat es mich total rausgerissen. Und das alles ja, hier so jetzt wolltest klappt. Du davon irgendwo noch runtergucken. Ja, genau. Wir wollten jetzt hier runtergehen. Also am besten ist es immer eine kurze, einen kurzen Ansatz zu machen, weil er sonst in die Länge zieht. Klar geht er weiter runter, aber er braucht länger, um runterzukommen. Wenn wir jetzt hier am Anfang schon den Ansatz machen, dann kommen wir schneller runter und er baut eher das Portal. Dann könnten wir im Grunde genommen ziehen wir ihn noch einen Ticken weiter. Weil dann reißen wir hier unten wieder ein Stück ab und können wieder einen Ticken eher gerade werden. Nein, gerade nicht. Noch weiter runter. Und nicht dann, nach oben. Und dann wäre ein Traum. Warte mal. Zu weit oben für. Das, was du vorhast, ja. Mhm. Ich wollte eigentlich da unten raus. Schade. Aber ist denn so? Könnte man so machen, ne? Boah. Der Stelle würde ich mir einen Brückentyp nehmen. Ja, auf jeden Fall. Da könnten wir ja wieder unseren Gitterbrücken nehmen. Gitterbrückentyp. Dann hast du auch die Höhenanmutung. Ja. Kabel passt das auch noch. So, und dann einmal gerade rüber. Ja, wir müssen aber gleich gerade bleiben, weil sonst kommen wir da hinten gar nicht so hin, wie ich das gerne hätte. Eigentlich machen wir das ja nicht mit einzelnen Brücken, aber den Rückweg hier jetzt so hinzukriegen und wir kommen auch nicht auf die andere Spur mit drauf. Wir kommen hier nirgendwo durch. Keine Chance. Und deswegen machen wir jetzt diese eine einzelne Strecke.
um das Holz nicht unnötig zu belasten. Müsste von der Höhe sogar genau hinkommen. 10 Mille gebaut. Weil mein Wunsch war es, hier sauber durchzugehen. Und wir sind immer noch in der Ebene zu dem, was da hinten ist. Und gehen hier sauber durch. Alles ebenerdig. Aber wir wollen hier auch mit Ticken noch mit runtergehen. Also es ist durchaus alles im Rahmen des Möglichen. Weil da hinten ist unser Zielbahnhof. Das heißt, wir schwenken jetzt nochmal einen Ticken rum. Gucken wir nochmal. Nö, das finde ich doof. Dann können wir lieber hier mittig ansetzen. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen, wenn wir jetzt hier anbinden. Da habe ich mir fast gedacht, da kriegen wir eine Kreuzung. Eine Kreuzung, das ist zu tief. Ja. Also wäre es am besten, wenn wir tiefer gehen. Mit N kommen wir so weit runter, aber dann sind wir sehr weit unten. Da haben wir die Kreuzung wieder. Wenn wir drüber gehen, das würde ein bisschen besser aussehen, ne? Ja, würde auch geschwindigkeitstechnisch. Und eine Brücke. Und da würde ich vielleicht auffüllen. Aber ich finde das eigentlich auch nicht schlecht, wenn du von der Brücke aus in so einen Berg reingehst, ne? Ja. Ist eigentlich eine schöne Sache. 3,4 Millionen, wir bauen die mal. Ich meine, dann haben wir hier natürlich wieder einen leichten Anstieg. Aber dadurch haben wir dann keine Kreuzungen hier drin und kommen sauber in den Bahnhof rein. Hier ist halt der Durchgangsbahnhof jetzt. Das heißt, wir müssten vorher schon einmal gehen wir damit lang. Schabob. Und hier auf dem kleinen geraden Teilstück gleisen wir mit dem Personenzug aus. Oder? Mhm, ja. Hier haben wir es nämlich gerade und können eine schöne, hübsche Weiche bauen. Dann können sie sich hier nämlich schon aufteilen. Wenn der Personenzug ein bisschen warten muss, weil der andere da noch drin ist, ist das okay. Und der Güterzug kann dann weiter durchrauschen. So, dann könnte man eigentlich jetzt schon mal einen Personenzug auf Bahn schicken. So ist das. Ich würde aber gerne noch ein paar Signale draufsetzen. Einfach weil wir es können. Haben wir nämlich auf den anderen Spuren auch noch nicht, sehe ich gerade. So, in die Richtung müssen wir. Und zack. Hier nochmal vorm Tunnel. Nach dem Tunnel ist vor dem Tunnel. Das ist gut. Da teilen sie sich schon wieder auf. Wir hatten ja letztes Mal auch Signale abgerissen. So, dann natürlich hier, bevor sie zusammenkumpften. Haben wir da noch Strecken? Nö. Also das stört uns nicht. Und hier haben wir schon wieder Signale drauf. Das ab hier ist, läuft das alles.
Und das hast du in der letzten Folge schon gebaut. Genau, und bis dahin müssen wir jetzt auch nochmal Signale setzen. Das heißt, hier vor dem Bahnhof. Also Freigabe sollten wir nicht so weit weg machen. Dann hier, wo sie sich auseinander leben. Dann hier oben. Und auch für von dem Güterbahnhof. Genau. Da, wo sie sich aufsplitten. Davor, ja. Genau, dahin. Da haben wir den Übergang. Das heißt, hier kann noch einer hin. Dann brauche ich noch eine Ampel. Für einen Tunnel. Und hier gehen sie wieder getrennte Wege. Also davor und danach. Hier gehen wir wieder in den Tunnel. Machen wir selten, aber muss auch mal sein. Nach dem Tunnel und natürlich da. Oh, mit ersetzen geht das auch, das ist ja gut. So, die drei. Und dann gehst du nachher hier durch. So, jetzt können wir uns schon mal einen Personenzug holen. Nö, erstmal eine Linie. Oh, immer diese erstmal Linie. Erstmal eine Linie. Immer diese Linie. Bremst mich immer aus, der Manu. Zieh doch mal eine Linie durch die Karte. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt RB. San Francisco. Entschuldigung. War nicht so gemeint. San Francisco nach High Banks. Also grün ist auch echt eine Farbe, die hier absolut überwiegt, ne? Also ich würde ja sagen, da hat doch irgendeiner was gemoddet. Ja. Ich meine, wir können natürlich mit der Zufahrt direkt hier anfangen, ne? Ja, genau. Das ist geschickt, das dann. Machen wir erst Highbanks, weil wenn wir jetzt erst rüberfahren, das ist ganz schön groß geworden, die Stadt, ne? Kann das sein? Ja, hat ein wenig Zuwachs erreicht. Erlitten. Also ein paar Brötchen erhöht sich die Reproduktionsrate immens. Achso, das war Highbanks. Ja, das war Highbanks. Das wäre ungeschickt auf 3. Man würde gehen. Scheinbar ja. Aber er würde trotzdem, er würde dann nicht, doch, der fährt er hier durch. Aber dann fährt er noch einen großen Turn. Nee, also das wollen wir nicht. Auf die 2. Genau, dann fährt er hier wieder zurück. Tatütata, zurück. Schubidubida. Ja, passt. Kommt hier hoch, kommt durch und geht. Gut, jetzt irgendwas mit 120, was keinen Strom braucht. Irgendwas mit 120, was keinen Strom braucht. Mit Leistung würde mir einfallen unsere Ultralok. Aber wir können auch eine 3.5 war das gar nicht. Wie hieß die denn noch? Du meinst die A4. Nee, die A3. Nö, ich würde eine A4 nehmen, die hat noch mehr Leistung. Aber die fährt auch 160, oder nicht? Achso, mit 160, ja. 145 fährt die. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich sogar noch etwas so ganz unten, Dutchess Crimson Lake oder so ähnlich, oder... Die fahren ja irgendwann mal 161. Boah. In ihrer Leistung irgendwann. Princess Royal. Hat ja dann noch weniger Leistung. Ja, die Crimson. Die Crimson haben ja zumindest dann noch Leistung.
Ja, gut, dann. Blue oder eine Green? Oh, Hayawatta wird auch ins Gespräch gebracht. Der hat auch 160. Die hat auch 160. Aber der Bürgermeister von San Francisco nimmt eine blaue. Das. Genehm ist. Hatten wir, glaube ich, hier noch nicht. Die Duchess hatten wir noch nicht. Die sind meistens auf die Gigantic gegangen, ja, wegen der Leistung. Aber für einen Personenzug? 1, 2, Doppeltraktion, ne? Ja, Doppeltraktion wegen der Steigung. Genau. Und Passengers 160, ja. 161, genau wie die Duchess. Ja. Kann man die noch färben? Dunkles Blau, ne, zu helles Blau, dunkles Blau. Blau? Ja, Sache schon. Ne, das ist zu dunkel. Leuchtend. Haben sie alle dieselbe Farbe. Also, dann nehmen wir die modernsten, ja. 161, sagst du. Okay. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mittelmäßig. Dann nehmen wir 6. Dann ist er noch gut. 2 Lok 6 Wagen, 120 Kapazität. Ja, 2 Stück auf die Bahn und gut ist. Ja, für den Anfang reicht das. So. RB San Francisco Hypings. Gucken wir uns die mal an, ne? Also Qualm machen die wie Sau. Gut, dass Tabakwerbung verboten ist. Schon im Twitch-Chat wird schon der Booster der Gigantic als Heckluck gefragt. Könnte man, wenn man nachher mehr Kapazität braucht, ja, kann man darüber gerne reden. Können wir noch ein Stück mitfahren? Bin mal gespannt, wie die da jetzt hinwollen. Nicht, dass sie jetzt über San Francisco fahren. Die fahren jetzt über San Francisco. Ja, stimmt, auf das Gleis kommen die nicht anders da drauf. Deswegen haben sie jetzt auch San Francisco. Doch, die würden über Cantopolis raufkommen. Nee, gar nicht. Nee, du hast kein Ding rüber. Stimmt. Vorfeld. Hier fehlt ja. Fehlt einmal, ja, schwupps rüber. Boah, dann lass uns doch mal die Strecke mitfahren. So, geh mal. Boah, hat aber gut Leistung, wa? Hätte ich nicht gedacht. Mit leeren Wagen. Oh, ja, da kam jetzt gerade ein Hinweis. In Frisco kann man nicht drehen. Wer hat denn das geplant? Hm. Also doch eine Gigantic hinten dran. Oh gut, dann machen wir die gleich länger und machen Gigantic hinten dran. Ja, wie schnell fährt die Gigantic? 120, oder? 120. Ja, und wir haben jetzt 161. Ja. Dann machen wir, ja. Diesel? Nee, das sieht auch doof aus. Ja gut, 161 ist natürlich auch, ja. Du mit Güterzügen 120 damit fährst. Ja. Ein
durchaus schwierig. Diese Situation. Warte. Was waren die denn? Auch nur 120. Schade. Ja. Was hältst du von der BR-05 als Heckglock, die dann rückwärts fährt? Haben wir denn eine Reversed? Nee, aber die ist ja auch im Regelbetrieb rückwärts gefahren. Welche, die hat BR-05-001 oder was? Mhm, genau. Okay. Karte speichern nicht vergessen. Kaufen nicht vergessen. Probieren wir aus. Drei Loks für sechs Wagen. Schauen, wie viele Passagiere da stehen, ob wir dann gleich umbauen können. Du wieder, ey. Da wird wahrscheinlich zwei Leute stehen oder so. Eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 20. Ach komm, war gut geraten. Warte, kriege ich hin, kriege ich hin. Noch ein bisschen. Jetzt. Ne. Hat nur die Loks vorne. Ab und zu fährt er da mal vor. Sonst fährt er die ganze Runde so. Sieht auch schwierig mit der Kupplung vorne aus, leider. Ja, ne? Eine WLAN-Kupplung. Ja, der berühmt-berüchtigte Siemens Lufthaken. Ja, leider können wir da eh nicht so im Cockpit mitfahren. Da werden wir jetzt nicht so viel hinkriegen. Ja. Aber könnte eine spannende Geschichte werden. Wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun. Folge ist ja auch noch nicht vorbei. Ein Glück. So, was hatten wir jetzt hier mit? Ne, hier hatten wir ohne gebaut. Ja, hier wollten wir eine Kurve nach rechts machen. Hier wollten wir eine Kurve nach rechts machen? Ja. Ach nee, wir wollten ja einen
Kopfbahnhof bauen. Kopf. Da war was. So ungefähr. Oh, der Zustand ist sehr schlecht bei manchen Fahrzeugen. So, also bauen wir hier weiter ohne Strom. Zack und zack. Dr. Autosave. So, dann gucken wir mal, ob wir das so angeschlossen kriegen, wie wir das vorhaben. Also angeschlossen kriegen wir es schon mal. Ist schon mal nicht schlecht. Genau die Stelle treffen. Zack. Na, jetzt. Ja, das ist in Ordnung. Bin ich voll dabei. Sehen, ja. Und da ja noch irgendwie ausgleisen. Oder willst du von erst in der Brücke ausgleisen? Nee. Du musst ja schon fast quer rauskommen aus dem Ding. Das stimmt. Ja, vorher schon abspringen. Das ist eh noch Beschleunigung. Das ist in Ordnung. Dann gehen wir mit in das Tunnelportal rein und dann planen wir schon langsam den Abstieg oder was auch immer. Ja, wo ist er denn? Ist gar nicht so einfach. So, im Grunde genommen mit da oben raus. Ungefähr. So, machen wir mal gerade. Ja, also. Wie geplant. Können wir sogar noch ein bisschen enger ziehen. Oh, nicht zu eng. Aber wir müssen ja nachher hier ran. Lass sie mal da ein bisschen liegen. Ach, guck mal, da ist er schon. Was hat er denn von hier mit? 17. Siehst du? Der Geiter. Na, beim nächsten Mal fährt er wieder richtig rum. Ja, dann können wir auch mitfahren. Kann der Rauch mal hier. So. Rauch weg. Ne, der Geiter nicht. Also da ist eine Weiche. Ja, weiß ich, dass da eine Weiche ist. Was ist denn da oben hin? Ja, da wirst du mit langsamem Gleis leider nicht viel anfangen können. Auch mit schnellem Gleis nicht. Das ist unfair. Spiel. Das ist Cheaten. Weiche habe ich da nicht. Sind da noch ein Signal oder was? Nee. Hat er das echt noch genommen? Nein. Nö, das hat er nicht gemacht. Er hat einen zweiten Tunnel gebaut. Ja, dann müssen wir ein bisschen überzeugen, ne? Was er da so zu machen hat. Was steht da jetzt hinter? Ich
kann die Zahl nicht lesen. Mhm. 120, alles klar. So, dann haben wir das schon mal. Ein Tunnelportal haben wir. Und jetzt machen wir Zauber, Zauber, Fidibus. Dreimal Kante. Einmal hoch mal. Also vom Ding her wäre das Aussehen technisch total hübsch. Ja, und jetzt wählen wir schnell das Gleis aus. Dann wären wir bei 80 oder 78. Das schwierig. Das ist absolut too low. Also gehen wir jetzt hier mal hoch. Nehmen wir mal... Boah, eine freundliche 100. Ist schon ein bisschen zu freundlich, die 100. Also wäre es eigentlich geschickter, wenn du weiter vorne mit der Brücke wieder rauskämst. So früh aus dem Berg, oder? Wenn ich was? Ich überlege gerade, ob es sinnig wäre, wenn du die Strecke entweder gerade aus dem Berg rauskommst oder einen größeren Bogen hinten an der Brücke lang fährst. Und so auf dem Gegengleis länger dran bleibst. Eigentlich müsstest du schärfer im Berg arbeiten schon. Ja, deswegen habe ich jetzt ja gerade das Zukunftsgleis ausgesucht. Zukunft. Also wir rechnen jetzt mal mit dem 120 km/h Zug, ne? Ja. Bei Güter realistisch. Nee, eher andersrum. Da die Gitter und da die flache. Flache, ja. Das könnte was werden. Jetzt sogar noch ein bisschen ja ran. Leitung, Herr Pass, auch da hinten wäre es okay. Sondern nur noch rankommen. Na, 110. Ja, wir können ja mal eine eigene 120 probieren. Und dann nochmal anpassen. Und dann klappt das auch. Ja. Oh, ist das schick geworden, ne? Ist das hübsch. Bleibt das da auch mit dem Brückenpfeiler? Ich glaube, den musst du noch ein bisschen schubsen. Der ist weg. Brückenpfeiler werden überbewertet. Das ist eine Spannkonstruktion, es geht da rum. Aber jetzt weiß ich auch, warum die Senke dahin musste. Mhm. Ne? Das Spiel hat doch für dich mitgedacht. Ja. Oh, guck mal hier. Guck mal, wer da kommt. Tschicki, 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 tschicki. Es ist. Das ist der hier. San Francisco. Na, wo ist der jetzt? Der ist im Zuflug. Boah, volle Geschwindigkeit. Ups, Entschuldigung. Chef, die Gleise können nur 120. Ah! Hm.
Aber ist doch gut, könnt ihr von links gleich hier rüber wandern hier. Und dann können wir uns gleich angucken, wie unsere Konstruktion geworden ist. Die wir kurz mal dahin gezaubert haben. In 10 Minuten. Nur kurz. Nur mal kurz, ja. Und dann sind wir nahe dran an der Lieferung von Brot nach Highbanks. Highbanks. Nach nur. Nee, noch kein. Nach 4,5 Folgen, ja. Ja, okay. Dann machen wir das so mit Folgen. Ich wollte sagen, nach 20 Jahren. Nein. Das Jahr ist eingeschlafen. Was ist schon mal das Spiel? Kriegt er ihn? Nee, ich glaube nicht. Nee, links geht hoch. Oh, das ist echt flott, ne? Die Gigantic, die ist schon echt gut, ey. Ich sehe schon, auf der Strecke kommt eine Gigantic auch zum Einsatz beim Personenzug. Ja, du brauchst halt echt die Leistung, ne? Ja gut, und wenn wir jetzt ehrlich sagen, wir fahren auch den Güterzug mit 120, dann würden wir uns ja gegenseitig teilweise ausbremsen. Das stimmt. Das wäre ja ungeschickt. Ja, die Gigantic ist nun mal Gigantic, ne? Mhm. Ja. Braucht man sich nicht schönreden, die ist echt gut. Passt doch nicht durch. Für das Harry, Schaufel schneller. Wir brauchen Dampf auf dem Kessel. Ich kann nicht mehr. Jetzt fahren wir nochmal schön die Strecke mit, auch mit dem Ausgleisen und dem ganzen Kram. Und dann beim nächsten Mal suchen wir uns den schönen Zug raus, wo wir dann auch vorne mitfahren können. Dass wir dann auch die Fahrt in den Tunnel, durch den Tunnel und in den Bahnhof rein schön genießen können. Stimmt, die Mitfahrt hatten wir schon gemacht, ne? Bei der Zufahrt. Ja, den Teil haben wir mitgemacht. Wir hatten nur die Rückfahrt noch nicht. Dann müssten wir die nächste Runde beim nächsten Mal abwarten. Richtig, also die übernächste Runde. Ja gut, berghoch. Wäre der jetzt auch nur 120? Okay. Also würde ich fast sagen, wir wechseln beim nächsten Mal noch das Lokpersonal, so schön wie die ist. Ja, es fehlt leider den meisten Loks an der Leistung. Ne? Ich meine, wir haben ja unsere Holzzüge, die sind ja auch fünffach bespannt, also so ist es ja noch nicht. Ne, ich habe da auch kein Problem mit ihm mehrfach zu bespannen, aber wenn ich denn nur 6 Wagen rankriege und er sagt immer noch, oh, ist mir eigentlich ein bisschen zu schwer, dann sage ich, boah, vielleicht nicht die richtige Lok. Ja, und die Brücke ist ja auch nur 120, ne? Mhm. Oh, das ist ja grandios. Ist ja gar nicht zu ertragen. Wie gut wir das geplant haben. Was? Ich kann es ja gar nicht glauben. Die Lok steht da, die andere, und wartet. Und wir können da easy peasy dran vorbeifahren. Als wenn wir das so geplant hätten. Echt cool.
richtig, richtig cool. Richtig das, was mal wieder richtig gefehlt hat. Also Kopf einschalten, was machst du, wie machen wir, und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, ihr vielleicht die ein oder andere Idee selber mitgenommen habt. Und am meisten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wie gesagt, die Kommentare lese ich alle, ich beantworte nicht alle. Aber ich lese alle und nehme sie mir auch zu Herzen. Von daher, bis zum nächsten Mal, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Im Nebel verschwunden.